Jo Leute, also, Amenakoyum, was ist heute das Thema? Es geht um GTA 5. Ich hole mir das jetzt auf jeden Fall, ich muss mir vorbestellen noch, weil ich bin im Urlaub, da ist halt ein bisschen schwer mit dem ganzen Rotz. Aber ich werde es mir jetzt vorbestellen bald. Und wofür? Für die PlayStation 3 natürlich Xbox, kann ich nichts mit anfangen, Leute. Ich will die jetzt nicht haten, aber ich komme einfach nicht klar damit. Das habe ich gleich auch in meinem Xbox One versus PS4 Video klar gemacht. Dementsprechend werde ich mir auch die PS4 anschaffen und nicht die Xbox One. Danke an dieser Stelle für eure Hilfe. Und jetzt die Sache. Was ist mit GTA 5? Was ist mit GTA 5? Was hat es damit auf sich? Also, ihr habt diesen Online-Trailer wahrscheinlich gesehen, ja? Falls nicht, ich kann ihn drunter posten, dann könnt ihr euch den mal anschauen. Der ist abnormal. Sprich, ihr könnt da machen, was ihr wollt. Also, es freut mich so sehr. GTA hat sich so hart weiterentwickelt. Ich erinnere mich noch, als man aus der Froschperspektive 2D den ganzen Trotz da gespielt hat und es hat unheimlich Spaß gemacht. Dann GTA 3 in Liberty City damals noch, ja, Riesensprung gemacht auf 3D, auf die PS2 und auf die Xbox. Abnormal, wirklich ein wunderschönes Spiel. Und dann natürlich Vice City. Mit Vice City habe ich angefangen damals. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Auf jeden Fall, ich war noch unter 16. Die waren ja alle ab 16. An dieser Stelle könnt ihr jetzt auch die Diskussion starten. Sollte ein Kind mit solchen Inhalten konfrontiert werden, so früh in seinem Leben? Ich glaube, mir jetzt nicht geschadet, auch wenn der eine oder andere bei euch jetzt, mein Bruder lacht, nicht der Meinung sein wird. Der wird natürlich jetzt denken, ja, der Tim. Der ist natürlich, bei dem sind die Schäden klar zu erkennen. Hier das Licht ist eine Katastrophe, aber... Ja, findest du das witzig? Mein Bruder ist erst 12 Jahre alt und ich bin gerade am Überlegen, sollte er sowas spielen? Ich sag's euch ganz ehrlich, auch wenn es jetzt jede Menge Hate gibt. Wir haben immer diskutiert daheim, sollte mein Bruder zum Beispiel Call of Duty spielen können oder nicht. Wir haben uns letztendlich eigentlich dagegen entschieden, aber weil er die ganze Zeit so rumgeflennt hat und es unbedingt spielen wollte, haben wir eingeknickt, aber haben das natürlich an gewisse Bedingungen geknüpft. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere das bei euch, dass die Eltern sagen, nein, also diese USK, das sind ja keine Spastis, das sind ja Leute, das ist deren Kompetenzbereich und die werden wahrscheinlich wissen, welche Inhalte zu welcher Altersstufe gehören. Aber an dieser Stelle finde ich auch, man darf nicht pauschalisieren und sagen, hey, denn es gibt Leute, die sind mit 16 noch nicht völlig entwickelt. Das kenne ich auch beim Training. Es gibt 13-Jährige, die kann ich ins Gym schicken. Es gibt aber auch Leute, die sind 15, die kann ich immer noch nicht ins Gym schicken. Und so ist es geistig natürlich noch viel drastischer. Wie soll ich sagen? Daher bin ich da, muss man die Sache differenziert angehen. Leute sollten sicherlich sich individuell jedes Mal damit befassen, ob ein Kind, ob jemand das spielen dürfte. Ich zum Beispiel bin eigentlich der Meinung, dass mein 12-jähriger Bruder eher nicht GTA 5 spielen soll. Das klingt jetzt ein bisschen spießig und so weiter, aber das sind schon Sachen, die ein bisschen merkwürdig sind. Vor allem seit diesem Vorfall mit diesem 8-Jährigen, der anscheinend korreliert das mit seinem GTA 4-Konsum. Er hat GTA 4 gespielt und er hat eine Oma abgeknallt. Also seine Babysitterin. Ich glaube, die war 83 Jahre alt. Ein 8-Jähriger hat eine Babysitterin abgeknallt. Da lachst du, ha, gerade. Du kleiner Penner, ja? Mein Bruder findet das extrem witzig. Jemand hat mein Bild kommentiert mit hübscher Bengel. Ja, das ist ja nett. Danke dir. Nun zu GTA 5. Ich habe den Online-Trailer mir reingezogen, Leute. Und ich muss jetzt sagen, was mir da direkt aufgefallen ist, als ich gesehen habe, erstes Schlagwort war: The world is continuously growing. Das heißt, die verdammte Welt ist am Wachsen die ganze Zeit. Die ganze Zeit wächst die Welt. Das heißt, die Welt entwickelt sich mit der Zeit. Das heißt, wir haben ein dynamisches Online-Spiel auf der PS3. Das ist doch schon mal unglaublich schön zu hören. Und ich glaube, diese Dynamik, die findet sich im ganzen Spiel wieder. Ich glaube sogar im Hauptspiel. Also diese Dynamik, das war bei GTA 4 so das Problem, da ist nicht viel Abwechslung passiert. Ja, da ist alles ein bisschen stringent. Fahren, schießen, fahren. Hin, knall ab. Fahr zurück, knall ein paar Bullen ab oder so, flüchte vor den Bullen und so war das Schema. Und hier sehen die Missionen sehr viel abwechslungsreicher aus. Und nun die Sache, was mir jetzt gefällt, dass ich habe jetzt schon mittlerweile eine fast beachtliche Reichweite, ich bin ja schon bei fast bei 30.000 Abonnenten und
sagen wir, ein paar davon spielen. Ein paar davon spielen auch noch PlayStation 3. Ich habe jetzt keine Xbox. Und mein Vorschlag wäre jetzt, so eine kleine Crew zu starten mit euch. Was haltet ihr davon? Ich würde dann meinen Gamertag raushauen. Ja, hey Kach. Nein, danke. Muss man sich hier immer retten, wenn dann einem die Mädchen schreiben. Leute, da müsst ihr immer Schlussstriche ziehen. Wenn euch Mädchen auf Facebook schreiben, müsst ihr immer sehr vorsichtig sein. Und Mädchen auf Facebook, lernt sie lieber im echten Leben kennen. Auch das geht an die Mädchen, ja. Tut euch nicht irgendwie von Leuten wie mir dann, wenn ich mich da oberkörperfrei präsentiere im Internet, da müsst ihr doch nicht direkt schreiben, ja, Tim, ich finde dich so heiß, bitte heirate mich, ja. Da müsst ihr aufpassen, Jungs und Mädchen, bitte. Sucht euch eure Partner im echten Leben. Das ist ein Tipp, den ich euch ans Herz geben möchte. Oder im Internet ist mir scheißegal, wo ihr sie sucht. Hauptsache, die sind geil am Ende, Leute. Das ist doch das, worauf es ankommt. Oder darauf kommt es auch an, oder? Er zuckt mit den Achseln, er ist 12 Jahre alt. Das sind so Fragen, die bringen ihn in peinliche Verlegenheit. Schau mal, wie er da guckt. Auf alle Fälle die Crew, Leute. Habt ihr Bock auf so eine Crew? Ich fände sowas mega geil. Was ich auch machen. Du auch? Du bist auch, mein Bruder findet es auch geil, aber er will nur GTA 5 spielen. Ja. Auf jeden Fall, diese Crew fände ich ultra nice, wenn es klappen würde, Leute. Lasst es mich wissen. Und abgesehen davon, was ich auch gedacht habe, ist ein bisschen ab und zu mal so Sachen filmen, wie wir da zusammen zocken. Oder FIFA zum Beispiel fände ich richtig geil. Kauf mir auf jeden Fall. Nein, FIFA magst du nicht. Ja, das ist aber deinem Alter entsprechend. Also FIFA darfst du spielen, den Rest nicht, ja. Auf jeden Fall kaufen wir uns dann schön GTA, wird rangeholt. Und dann geht's rund, Leute. Dann richtig gezockt. Ich hab's auch meiner Freundin gesagt. Da gibt's keine Widerrede. Ab dem 17. September habe ich 15 Tage kein soziales Leben mehr. Keine sozialen Kontakte werden gepflegt. Ich meine, meine ganzen Freunde bleiben auch daheim und zocken GTA. Auf jeden Fall. Ihr werdet dann mir sagen, was ihr davon haltet. Und wie gesagt, FIFA können wir auch gerne machen. Andere Spiele, Call of Duty, ich spiele eigentlich übel viel und gerne. Natürlich vereinnahmt mich YouTube und mein ganz anderer Hustle mit Medizin und so weiter. Daher werde ich das jetzt mal schauen, wie ich das timen kann. Aber mir gefällt das unbedingt. Ich liebe GTA, verdammt. GTA ist zum Beispiel eins dieser Spiele, wo der Entwickler sich Zeit lässt. Auch wenn jetzt irgendwie 70 Euro draufballert, ist euch das aufgefallen. Irgendwie kosten alle Spiele jetzt 70 Euro. Das ist auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es eine Frechheit ist, aber okay. Sie werden ihren Grund haben. Ich hoffe nicht, um ihre Marge zu maximieren, sondern um eben. Ich hoffe, dass die Produktionskosten irgendwie gestiegen sind und dass es sich irgendwo rechtfertigt. Also ich hoffe, dass es nicht einfach nur so war, weil man sich's erlauben kann. Wird schon Hintergründe haben. Auf alle Fälle lasse ich mich wissen. Ich muss dann schauen, wie ich das machen kann mit den Spielen. Das ist immer ein kleines rechtliches Problem. Da ficken euch die Spieleentwickler immer in den Arsch, weil sie nicht wollen, dass man quasi mit ihrem geistigen Eigentum irgendwie Klicks generiert. Das möchten die da nicht. Sorry, dass mein Handy an ist. Ich brauche das gerade. Ich habe da ein bisschen paar Sachen, die gerade wichtig sind, aber ich bekomme gerade nur unwichtige Nachrichten rein. Also, Leute, sagt mir, was ihr wollt. Der Crewname wäre einfach Team G, also nicht Tim G. Man nennt mich immer, meine Freundin nennt mich Tim G. Ja, das solltet ihr euch auch angewöhnen. Tim G. Mein Bruder lacht sich gerade einen ab. Ich bin Tim G. OG. OG Loke. Ja, okay, ich bin Tim OG Loke. Und da müsst ihr euch fügen. Ich bin der Boss von dieser Gruppe. Ich bin der Boss der Crew. Und ihr dürft euch dann emporarbeiten. Gute Arbeiter werden natürlich entlohnt, Leute. Ich fände, das wäre eine richtig geile Sache. Und das können wir auch in FIFA machen, in Call of Duty und so weiter. Ich werde dann den größten Clan am Start haben mit euch. Und dann werden wir das mal richtig schön. Und noch ein weiteres Kriterium. Wisst ihr, wer rein darf? Ich lasse da nicht jeden rein. Das ist ein exklusiver Club, Leute. Eine exklusive Crew. Nicht nur in GTA, aber in GTA wird das richtig geil. Am Anfang werde ich vor allem GTA.
GTA spielen. Und da, diese Crew, Leute, diese Crew, ihr müsst, ich werde mir jeden Einzelnen, glaube ich, auch irgendwie ansehen müssen. Und wenn einen guten Körper hat, ein 44er Bizeps, Leute, okay, den habe ich selber nicht. Ich bin selber bei mitkriegen, 43, irgendwas. 3 Stunden geschlafen, ich krieg keinen Pump, verdammt, gar nichts, naja. Also Leute, wenn ihr einen guten Körper am Start habt dann und ihr in die Crew wollt und ihr eine Playstation habt und ihr GTA habt und so weiter, falls ihr diese ganzen Kriterien erfüllt, ja, dann es wäre mir wirklich eine Ehre, es wäre mir so eine Freude, sowas zu starten. Ich finde das absolut geil. Sag mal, was hältst du von sowas? Wäre das eine gute Idee? Ja, sag doch mal ja oder nein. Die Leute denken, wäre es ein Stummer. Oh Gott, wenn ich diese Lache jetzt filmen würde mit der Kamera, die Leute würden sie. Zeig mal deinen Rülpser, komm. Mach mal. Komm. Komm, gib uns deinen Rülpser. Ohne Cola, ohne Rülpser. Oh, das ist ein guter Rülpser. Damit jetzt tschüss, ich glaube, das wird jetzt mein Outro. Komm, ja. Mein Bruder sagt immer, mein Arm sieht klein aus. Sieht mein Arm klein aus? Ja? Sag doch ja oder nein. Sag ja. Doch, ja. Ja, sieht er klein aus? Mhm. Tja, Leute, also lasst es mich wissen in allen Sachen und auch eure Wünsche. Bis dahin, holt euch den Joystick und wir werden die pumpenden Spieler ab und zu, ja? Und dann können wir auch mal schauen, was da noch so geht, crewmäßig. Team G, wie gesagt, die Crew, falls ihr besseren Namen habt, ist mir scheißegal, es heißt so, wie ich es möchte. Also Leute, ciao, ciao. Macht's gut, wir sehen uns. Schön mit dem Rücken aufpassen und die Gewichte ablegen. Erzähle ich euch jetzt gleich. Kannst mitkommen, nochmal schnell hier.